Cut, die erste. Ist der Vorführeffekt? Ja, ja. Ist der Vorführeffekt? Ja. Heute geht es wieder mal um was für Autos. Audis haben wir heute wieder am Start. Sämtliche Audis und VW. Ja. Heute sind wir bei der Firma BTM Turbo. Warum bin ich heute so angezogen? Die Sonne scheint, aber wir haben 6 Grad. Sind wir im Baden-Württemberger Raum schon? Das ist nähe Grenze zu Bayern, gell? Weit haben wir nicht weg, oder? Wie viele Kilometer? 20. 20 Kilometer, siehst du? Und 20 Kilometer rennt so wie ich rede, 20 Kilometer heute rennt schon so wie man in Baden-Württemberg halt redet. Okay? So ist das. Aber deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir fahren jetzt da hin, wo die ganzen Autos versteckt sind, in Anführungszeichen, weil die haben da eine kleine Armada an Autos, wenn man da mal so ein bisschen reingefilmt hat. Ne? Sind aber viele Autos auch zum Verkaufen dabei, das muss man gleich mal sagen. Also wenn jemand noch einen S1 sucht oder einen Leimgrün RS3 mit OPF-Filter schon, ein nagelneues Fahrzeug, oder da ist eine RS3 Limousine hinten. Da vorne steht auch noch RS3 Limousine oder S3? S3. Aber auch noch zum Verkaufen, RS4 bis 5 darf ich sagen, ist nicht zum Verkaufen. Ah, das ist ein Nogaro, richtig gesagt. Check. Wunderbar. So. Dann haben wir gesagt, wir filmen bloß da kurz mal, wo die Autos sind. Ja, und dann gehen wir unten in die Firma. Da machen wir dann ein kurzes Firmenvideo noch. Und dürft euch das mal anschauen, was da jetzt momentan ist und was da noch passiert, weil da ist noch ein bisschen im Aufbau. Gell? Also, wieder mal RS3 8V. Best fahren ohne Probleme. Taxi haben wir bestellt. Taxi. War schon Facelift oder habt ihr umgebaut auf Facelift? Ist schon Facelift. Genau, aber jetzt war 17er Facelift. Also das heißt, ohne OPF. Das ist immer wichtig. Das werden die Leute wissen, gell? Ohne OPF, dass das immer so wichtig wird, gell? Das hat auch keiner gemeint. Genauso wichtig, dass ja jeder noch von der Greta redet, who the fuck is Greta? Also von daher, keine Ahnung, was das grantige Dirndl immer so, ich bin so grantig scharf. Tu mal die Kapuze runter, sonst schreibst du wieder drunter, dass du nicht altersgemäß gekleidet bist. Stimmt! Ich hol mein Hemd schnell. Okay. Aber ich friste halt einfach in die Ohren, ich mag das nicht. Ich bin schon ein Gefrierlin eigentlich, obwohl dass ich schon gut im Futter stehe eigentlich aktuell, was das betrifft. Also, was haben wir eigentlich für farbgenaue Bezeichnung? Arablau. Was? Arablau. Arab. Arab. Ara, ohne Arab. Ich habe schon mal Araberblau. Araberblau. Das ist Perleffekt. Ja, das stimmt, das ist Perleffekt. Es kommt halt jetzt mit der Sonne richtig zur Geltung. Kaum fangen wir mit Filmen an, kommt die Sonne. Ja, ich weiß nicht. Wir haben Wettersee. Wenn der Pfeffer Andi so einen Film anfängt oder spätestens wenn er die Sonne braucht, kommt Jenny wieder. Das Wichtigste vorab: gepfeffert Glussport zweifach mit HLS-Dropkit verbaut. Geil? Das ist schon mal das Wichtigste, weil darum geht es ja, weil die Jungs auf uns Fahrwerke verbauen in der Firma. Und jeder, der natürlich in der Gegend ist und dann noch andere Sachen auch, das erklären wir euch dann noch bei dem Werkstattvideo, wer andere Sachen auch noch zum Umbauen hat, das erklären wir dann später, was da alles genau gibt und was die alles noch machen. Aber wie gesagt, wir machen gepfeffert Fahrwerke und deswegen sind wir heute, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und sind wir heute hier gefahren. Also, beziehungsweise früh aufgestanden. Fossen, 20 Zoll, 8,5 rundum, geht davon aus, ne? Vom Reifenprofil, würde ich sagen, ist ein Hankook.
Yep. 235, 30, 20. Siehst du das? Ein bisschen was kennen wir uns aus. Keramikserie. Mhm. Wie? Jetzt schau her. Das ist genau das, was wir damals schon mal bemängelt haben. Gell? Immer Keramikserie vorne, hinten gibt es keine Keramik. Schade eigentlich. Ja. Das haben sie damals schon nicht einfallen lassen bei Audi, was man da machen könnte. Nicht einmal, dass die Scheiben dann wenigstens so Keramikoptik hätte, dass dunkel ist wenigstens. Ich generell und Sattel dann auch, die Bremse dann sehen halt, wäre. Hinten sieht die Bremse auch aus wie ein Spielzeug. Oder? Vorne so ein Klotz ja, und hinten. Ja, der sowieso immer. Also das ist ja dann eh dann immer komisch. Hat es da nicht zwischenzeitlich mal Wave gegeben? Beim Vorfacelift hat es Wave. Jetzt ist es nicht mehr Wave. War hinten noch nie Wave? Hinten war nie was Besonderes bei dem. Ja, da war vorne immer Wave und hinten auch nicht Wave. Also das. Das ist schon scheiße. Ne? Also das ist schade. Aber gut. Wir sind ein cooler Designer von Audi. Dafür gibt es ja uns und die Firmen da, die das auch machen. Und deswegen, da kann man dann zu denen fahren und kann man sagen, hey, wir möchten da was, dass das genauso ausschaut. Da kommt da ein grauer Sattel rein und kommt da eine Keramikscheibe rein oder sonst irgendwas. Kann man alles machen. Gut, das ist jetzt ein HLS. Oben. Das ist ganz wichtig, weil jeder sagt, nein, das ist ja nicht tief, so ist ein Schmarrn und so. Drück einmal aufs Lippfeld da. Jetzt, ich mag ja nichts bescheiden, nichts dreckig machen. Nein, weißt du was? Frauen, wie war das? Frauen, Geld und Autos leiht man nicht aus. Richtig. Genau, jetzt haben wir es schon wieder. Zuerst hinten und vorne, der Dominik hat es gelernt. Sechst du das? Mhm. Das ist immer so. So, wenn man jetzt das so schaut, steht er gut im Futter. Schön steht er da. Gefällt mir. Ja, da hat eine schöne Reling rum, gefällt mir auch. Panoramadach. Auch immer ganz wichtig. Ja. Das sage ich nicht immer, das, was ich dann immer bemängelt bei, weil das weiß ich jeder. Ich sage schon gar nicht mehr warum. Entweder das Dach komplett schwarz, aber weil das Panorama nur ein bisschen nach außen halt größer ist. Das ist der Unterschied zum normalen Schiebedach immer. Ja? So, innen natürlich Carbon, schau hin. Rote Lüftungsdüsen. War das damals so, dass das nur rot umrandet war? War das nicht in der Mitte dann auch rot? Nee, das ist der Vorgänger. Der Vorgänger hat dann das in der Mitte rot gehabt, gell? Der Vorfacelift. Mhm. Ist das alles schon individual, alles serienmäßig da? Das ist mit dem AS-Design-Paket, aber Alcantara ist schon mal vorhanden. Mhm. Das habe ich jetzt nachgeschaut. Ich wollte gerade sagen, das Lenkrad, das ist aber nicht aus dem ersten. TTRS, oder? TTRS-Lenkrad mit der 8-Ventil-Elemente. Mhm. Und die funktionieren, die Bedienung? Kann man das so kaufen, oder wie? Nee, das ist alles komplett im Paket und Subs. Ich bin jetzt gerade noch dran. Drive Select geht statt und hier ESP bin ich noch dran, dass das noch geht. Dass das ESP kommt. Klappensteuerung kannst du auch schon steuern. Klappensteuerung geht, aber das ist noch nicht so optimal. Deswegen habe ich das wieder auf meine alte Steuerung gemacht, den ESP-Knopf, das dauerhaft auf ist. Und da muss ich zudem noch hinfahren, der wo das entwickelt hat. Mhm. Also muss man jetzt gleich mal sagen, RS-Paket, das ist gleich, was ich im RS6 bestellt habe. Einmal wieder beim Thema, wo wir das letzte Mal beim Carbon RS6 gefilmt haben. Beim Carbon RS6 ist ja der Gurt komplett rot und da bei den neuen haben wir da die roten Leisten, bloß in die Einfassung, roten Nähte, genau, Alcantara-Bedienelemente mit roten Nähte. So ist es beim RS6 auch, mit Alcantara, roten Nähte und beim RS6 ist sogar das Armaturenbredel oben drauf komplett geledert mit den roten Nähten. Aber das ist das RS-Design-Paket. Genau. Schön. Wunderbar. Ist halt einfach immer ein schönes Auto, kann man überhaupt nichts sagen. Alcantara-Himmel hätte es bestimmt auch geben, gell? Aber dann muss es bunken. Gibt es beim RS3 nicht? Nein, nicht. Aha. Ja, da kann man dann wieder so Filme wie Night Factor oder so, was dann mit den Auftrag geben, die was sagen. Das habe ich schon auch mal vor. Irgendwann mal eins. Aber es habt ihr so viele Projekte, da wirst du dann immer fertig. Deswegen. Gell? Jetzt erst mal gucken, dass Baustelle so ist. Und dann kann man sich um die eigenen Fahrzeuge wieder kümmern. Was haben wir jetzt da Leistung eigentlich und was ist da auspufftechnisch verbaut? Also Downpipe ist von mir selber gebaut. Das ist eine BTM Downpipe mit 100er Renncut und dann der Rest Miltec. Und Leistung sind wir jetzt aktuell bei 650 PS. Also ein Turbolader abmacht? Ja, ja, Turboladeransaugung. Und Ladeluftkühler? Ladeluftkühler auch, Evo 3 drin. Halt Standard-Kit, was man so macht für das. Turbo-Inlet auch verbaut? Ja, ja. Vor APR. Das ist geil, was wir mir auch verbaut haben. Und ne? Venturi Anzug. Ja, schauen wir mal rein. Und jetzt machen wir wieder raus. Verfreulich. Ja, hier die gute ESG-Entlüftung. Mhm. Ja, das ist die Venturi Ansaugung, die dazu kann ja auch noch passen, gell? Das war schön. Die ist auch richtig extrem schön laut. Die ist aber auch im Durchmesser gut größer als die originale, gell? Ja. Aber hier kann man schon sehen, dass APR mit 4 Zoll hochgeht. Ja. Und dann habe ich mir eine Reduzierung nochmal holen müssen, wo von 4 Zoll auf 3 Zoll, 3,5 Zoll wieder runtergeht, weil das hat ja 90. Aha. Aber Venturi hat da jetzt gerade ja eh nochmal eine krankere. Ja, weil ich habe das APR-Rohr drin, das geht im Durchmesser größer genauso gleich weiter. Genau. Da müsstet ihr halt da dann wieder. Aber irgendwo, hast du halt den originalen Luftfilterkasten und ich fand halt hier die Optik schon extrem geil. Und dann hier noch mit dem Carbon-Paket vorne dran.
Aber das kostet halt richtig Kohle. Die Inventuriansaugung, 1500 oder was kostet sowas im VK brutto? 1500 sowas. Ich weiß jetzt gar nicht. Hört man da richtige Ansauggeräusche? Bringt das leistungstechnisch wirklich ja, was? Oder? Auf jeden Fall. Ehrlich? Der Ladenluftkühler ist auch ganz krank. Also, wenn du mit dem Auto frisch geballert bist, kannst du hier vorne den Motor anlagen, Ansaugbrücke. Das Ding ist richtig heiß. Du. Ganz normale Temperatur, also echt. Ja, ja. Echt das ist mega. Der EV3, den wir auch drin haben. Ja. Genau das gleiche von mir. Im RS3. Ja, schönes kleines Kennzeichen, dass auch viel Luft kommt. So wie mir auch, aber das ist, du hast eine Engschrift, gell? Ja. Das gibt es bei uns nicht. Das ist nicht mehr zulässig bei uns. Wie lang ist das Kennzeichen? Keine 30. 34 doch. Doch, schon. Wirkt aber extrem. Was haben wir dann? Sechs. Pass auf, Rick. Ja, bei uns ist es um 2 cm größer. 36 haben wir. Na ja, macht es gerade auch nicht fett. Wie man so schön sagt. Ja, 650 PS, da musst du vielleicht ein bisschen dann ballern, gell? Also das musst du schon. Das zeigt man schon, was da geht. Ja. Und vor allem, du musst immer sagen, mit dem gepfefferten Clubsport zweifach, mit HLS, mit verstellbare Domlager. Und das ist halt dann schon eine geile Geschichte, wenn man so eine Leistung auch abrufen kann und trotzdem mit dem Auto so unterwegs ist. Sicher unterwegs ist einigermaßen. Ja, cool, schön. Doch. Wunderbar. Ja, dann lassen wir das Auto einfach mal fliegen, würde ich sagen. Oder? Ja, wir könnten ihm gleich mal ein kleines Stößchen geben. Ja, Stößchen, Also wir gehen mal schnell gerade in ihrer. Das ist ja, sie verkaufen ja Autos, sie machen ja Ankauf und Verkauf. Und wie man schon unschwer erkennen kann, mehr so Audi RS-Modelle und S-Modelle, das ist ein bisschen so ihr Schwerpunkt, weil wenn man sich mit den Autos relativ gut auskennt, sage ich jetzt einmal, und das eigentlich das Hauptgeschäft ist, dann schaut man natürlich, dass man solche Autos auch verkauft, vor allem mit speziellen Farben. Der RS3 hat auch spezielle Farben. Was ist das für eine Farbe überhaupt da? Das ist Merlin-Farbeffekt. Merlin. Ein Zauberer Merlin war da drin. Ich habe gesagt, das ist ein Genesis Polo G40 Farbe oder sowas. Da kannst Genesis aufgepickt. Das war wieder cool. In so einem Pink, was für Genesis, kennen die mehr gut, was das überhaupt war. Phil Collins, kenne ich auch nicht, alles klar, falsch. Da kennt man das Leute alle sind, die sowas noch kennen. Genesis G40 Polo. Nein, vor allem das Auto ist auch geil, den filmen wir dann später sowieso, oder? Der ist nicht zum Verkauf, gehe ich davon aus. Jedes Wochenende dürfen wir andere von den drei Brüdern mal fahren mit dem Wochenende, mit der Freundin am Gardasee. Haben wir davor schon rausgefunden? Oder der, der unter der Woche den größten Scheiß baut hat, der darf am Wochenende da mit nicht fahren. Der muss dann einen Scheiß aufarbeiten. Lime Green, jetzt gibt er mal das. Also ich finde das schon geil. Das ist das. Noch nagelneu. Nagelneu, was zum Kaffee? Was haben wir? 68, was möchten wir dafür? 68.000. Also, wenn wir nicht schon einen hätten, schau ich schon. Da ist die ganzen Embleme in schwarz. Wenn wir den schon hätten, darf man einen Kaffee. Und mal eine Farbe, die nicht jeder fährt. Ja, richtig. Also der ist einmal richtig Schmuck. Das hat mir gefallen. Das war schon wieder mein Ding. Oh Gott. Wir haben eh schon so viel. Wir müssen jetzt ein wenig sparen mit den ganzen Fahrzeugen. Es sind ja noch drei Brüder, ich bin nur allein. Also von daher, in meinem Geschäft bin ich allein. Also ich kann nicht sagen, hey, gleich mal den heute mal heute vor, mit denen mal runden. Oder kaufen wir uns mit so in Zukunft Autos? Das wär's ja. Gell? Da fahr ich mal mit deinem 3er und du fährst dafür mit deinem 64er. Das ist ein super Ding. Das klingt gut. Genau. Das geht für mich super aus. Nein, also das. Dann haben wir das Auto als nächstes. Da ist extra die Motorhaube zu. Dann füllen wir da noch einer ab. Weil das ist ein Piep. Nee, ich spoilern. Jetzt hat er es gesagt. Ich piepse es raus. Gut, es ist ein Piep und dann zeigt die mein Spoiler. Das ist ein Piep und das ist ein mit Piep und der hat dann Piep Leistung und dann. Machen wir das dann noch einmal. Genau, den füllen wir heute auch noch ab. Und da ist auch ein gepfeffertes Fahrwerk drin. Wir füllen nur, was gepfeffertes Fahrwerk ist. Okay? Nicht, dass du es meinst, wir füllen irgendwas anderes ab. Also. Machen wir es so, oder? Ja. Dann gehen wir jetzt, in der, wo es ein bisschen wärmer ist, in die andere Halle runter, die wo jetzt gerade im Aufbau ist. Und vorher lassen wir ihn noch ein bisschen fliegen. Und dann war es das für das eine Video vom RS3. Automatik fest, dass es so cool ist. Da braucht man ein gescheites Fahrwerk, dass man so fahren kann. Okay?